Ja, damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Diesel Railcar Simulator an. Das ist ein recht guter Simulator im Early Access. Gibt es für 13 Franken bzw. 15 Euro ungefähr aktuell in Steam. Ist eigentlich schon 2018 rausgekommen. Ich habe es jetzt erst per Zufall entdeckt. Und ja, der spezialisiert sich auf DMUs bzw. Britischen Dieselfahrzeugen. Und die Simulation von den Wagen bzw. Lokomotiven ist sehr, sehr gut gemacht. Wir werden es dann gleich sehen beim Fahren. Wird auch in der Kritik sehr gefeiert, dass sehr realistisch ist, wie die Sachen zu fahren sind, dass die Bremsen sehr gut umgesetzt sind, also wie der Zug abbremst, was man falsch machen kann. Es ist ziemlich schwer, die Sachen zu fahren hier. Ich habe jetzt schon 2-3 Stunden drin gespielt. Also die Lernkurve ist ziemlich, ziemlich steil. Und obwohl ich das mit dem Raildriver spiele, es ist auch eine Erleichterung mit dem Raildriver, habe ich es bis jetzt noch nicht ganz gemeistert, die perfekt zu fahren. Das werden wir dann auch gleich sehen. Das sind soweit die Fahrzeuge, die man fahren kann. Einiges davon ist auch aus dem Steam Workshop. Wir haben auch die Class 47 und eine Class 40. Und die Sachen sind aus dem Workshop, beziehungsweise die Class 03. Die ist schon beim Standard mit dabei. Und ja, das ist zum Beispiel auch alles Workshop hier. Ein paar Strecken habe ich mir auch schon geholt. 3 kommen per Standard mit und der Rest sind jetzt hier alles Workshop-Sachen. Das ist wirklich super easy, da sagst du einfach abonnieren und ist schon drin. Und dann kann man hier auf eine Strecke gehen, zum Beispiel hier, hat diverse Fahrpläne, was man sich aussuchen kann und kann die dann hier quasi auswählen. Man sieht dann auch gleich, mit was für Zug man hier fährt. Man kann auch hier filtern, zum Beispiel S-Bahn, S-Bahn-Service. Oder leere Personenzüge, also ECS-Moves, etc. Und das Witzige ist, wenn man hier einen Job startet, gibt es auch ein Rettungsszenario. Das heißt, man geht davon aus, okay, der hat ein Problem gehabt, jetzt muss man den retten und wieder ins Depot bringen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und die künstliche Intelligenz, die was hier mit unterwegs ist, wenn sie denn eingestellt ist, kann auch Fehler machen. Sprich, die kann sich mal verbremsen, ist zu langsam, etc. Und das wirkt sich dann auf den Fahrplan auch aus. Mal schauen, ob wir das mal in dem heutigen Video sehen werden, aber ich glaube eher nicht. Wir fahren eine Nebenstrecke und ich würde sagen, da laden wir jetzt gerade mal rein. So, ich habe mich für einen Service entschieden und zwar haben wir die Class 111.3, also 3 Wagenkonfigurationen in Doppeltraktion und fahren von Harbour Central bis nach Relake, glaube ich heißt es. Das Spiel lädt auch recht schnell, muss ich sagen. Und man hat auch die Option, dann schon verfrüht zu starten. Finde ich noch ganz cool. Dann lädt halt quasi das Szenario nach, während man drin ist. Aber ich denke, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Also gerade bei Train Simulator 2020 dauert es teilweise länger, bis das geladen ist. So, dann gehen wir mal rein. Und dann sind wir auch schon drin. Dann wollen wir es hier mal aufrüsten. Mit K den Schlüssel einstecken, damit das Pult an ist. Und mit U die Motoren starten. Und mit O die rechte Seite. Handbremse lösen. Beziehungsweise Richtungswende einstellen. Das passt. Und die Handbremse mit Y. Die Geräusche sollen weitestgehend authentisch sein. Steht, sagt zumindest der Entwickler. Motorsound ist okay, aber ich glaube, es klingt in echt doch ein bisschen anders. Von der Grafik her ist es ein bisschen unter TS 2022, finde ich zumindest. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Er hat auch gemeint, er will es besser machen mit der Zeit. Wie gesagt, das ist Early Access und das Team ist, glaube ich, nicht das größte hier. Man kann sich auch mehr Hilfen hier im Spiel anzeigen lassen. Also rechts unten habe ich mir jetzt die nächsten Geschwindigkeiten anzeigen lassen. Die nächsten Halte, die Signale und links unten die Zielgeschwindigkeit, die man haben sollte. Man kann sich noch mehr einblenden lassen mit Steigung etc. Aber das zeige ich euch dann später. So würde ich jetzt erstmal fahren. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen die Zeit vorspulen. Wobei, jetzt warten wir, ist ja gleich vorbei. Und dann geht's auch schon los. Wasser immer bestätigen, sonst gibt es Punkteabzug, wenn man das nicht macht. Das ist dann nicht sicheres Fahren.
Was ich noch ganz cool finde, du kannst über rote Signale theoretisch fahren, sollst aber anhalten und dann kommt das Signal auf dich zu und sagt, okay, du musst nochmal zurück und warten, bis die Strecke wieder frei ist. Haben sie cool umgesetzt. Versuchen das wirklich realistisch zu machen. So, Gang wechseln. Ah, das Bremsventil, wie so nachpfeift. Einfach schön. Ja, das Ganze ist so in den 60er, 70ern, alles England. Das ist genau mein Ding. Ich bin gerne auf englischen Strecken unterwegs. Und die Strecke da bin ich schon mal kurz abgefahren. Die ist sehr schön modelliert. Denke jetzt gerade mal so für einen angezockt perfekt. Auch wenn wir gegen die Sonne jetzt hier fahren. Ihr müsst mal auf das Drehgestell achten. Es ist so geil animiert. Also selten, dass man das an Simulator so sieht. Naja, ist jetzt hier mit der Sonne ein bisschen doof. Aber es ist einfach nachvollziehbar. Sieht so hammer aus, echt. Oh, ein Kollege. ABS. Das sieht man jedes Mal, wenn ich in der Außenansicht bin. Gibt auch keine Option, dass du das ABS draußen hörst. Eben, sie wollen es halt realistisch machen. Eine Class so free. Ihr müsst auch unbedingt vom Gas runtergehen, wenn ihr den Gang wechselt. Ansonsten kommt er nicht in den Gang rein. Das ist auch umgesetzt. Okay, wir können fahren. Witzig ist, per Standard zeigt er die Signale in Rot an und werden dann erst grün, wenn du quasi Sicht zu dem Signal hast. Es funktioniert nicht immer, manchmal zeigt es dann doch schon grün an, aber ist noch ganz cool umgesetzt, dass du nicht wirklich schummeln kannst. Ein bisschen Scenic Cam. Bin gespannt, was als Rollmaterial noch alles kommen wird. Es ist halt noch überschaubar, was man fahren kann. Auch wenn die Community da schon Content hinterher liefert, es ist noch nicht so viel. Aber wenn man mal realistisch die alten DMUs oder die Class 47 oder 40 fahren will, hat es nämlich auch, dann ist es absolut richtige Simulator für einen. Ich meine, für 15 Euro, da macht man nichts falsch. Gibt auch einen Editor, mit dem man die Karten selber machen kann. Aber den finde ich bis jetzt noch nicht so geil. Ist nicht gerade selbsterklärend. So, mal schauen, ob ich es richtig anhalten kann. Na, eigentlich beim Sechser hin. Wichtig beim Bremsen, mit dem Gang immer nach unten schalten. Und wenn man steht, ab in den Neutral. So, sind eigentlich ganz gut stehen geblieben. Türen gehen auch auf. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal den Führerstand innen an. Der ist eigentlich ganz gut modelliert. Es ist jetzt nicht das Beste, es wird noch mehr gehen, aber ich denke, es ist ganz okay. Ist soweit nachvollziehbar, also sieht in den anderen Simulatoren ähnlich aus. Viel klicken kann man nicht, das meiste geht halt wirklich über die Tasten, beziehungsweise den Controller. Wenn man hier mit der Maus rumklickt, dann geht man hier in den Zoom rein. Die Steuerung, wenn man vorher TS 2022 gespielt hat oder Transim World, ist gewöhnungsbedürftig. Aber man kann sich so einstellen wie bei den anderen Simulatoren. So, das ist die Passagieransicht. Wir fahren in Corona-Zeiten in den 60er, 70ern ohne Leute. Wir haben nur irgendwo einen Rekorder an mit Menschengeräuschen. So, machen wir uns mal bereit für die Abfahrt. Bestätigt. Los geht's.
Bremse war noch nicht ganz gelöst. Aber der Detaillierungsgrad, gerade wie das hin und her schwanken ist, die Drehgestelle, die Bremssimulationen, echt cool gemacht. Das kriegt teilweise DuffTail Games bis heute noch nicht hin. Mit den Trains im World haben sie es ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Das war falsch. Trains im World ist da weitestgehend authentisch, aber auch da hat es Modelle, die von der Simulation her einfach schlecht umgesetzt sind. So, 55. Ich würde auch nur meine Session fahren ohne den ganzen Hilfen. Sogar in der 60er, 70er Erde ist es ja eigentlich nicht so schwer. Was mich einfach irritiert, ist, dass ich keine Vorankündigung für die Geschwindigkeiten habe. Also wenn du die Strecke nicht kennst, ist es wirklich schwer zu sagen, wann musst du wie bremsen. So, ich werde euch mal zeigen, wie einfach man die Hilfen hier ein- und ausblenden kann. Dazu drückt man einfach Escape, um ins Menü reinzukommen. Und hier kann man einfach die Sachen an- und abklicken. Hier jetzt auch noch den Easy Control, also man kann auch nur mit dem fahren, dann ist es nicht realistisch vom Fahren her. Und hier die ganzen Zusatzanzeigen. So schnell kann man das ein- und ausmachen. Aber es gibt Punkteabzug dafür, wenn die Sachen an ist. Das reicht für das, dass ich mir die Geschwindigkeit und die Signale hier anzeigen lasse, gibt es Punkteabzug. Oh, ABS, Vorankündigung für ein Signal hier. Ihr seht auch, wie die Zielgeschwindigkeit runtergeht, wo er sagt, oh, soll das jetzt mal runterkommen. Du kriegst auch dafür Strafen, dass du zu schnell auf ein Signal zufährst, das rot ist. Beziehungsweise wenn du nach einer Vorankündigung nicht runterbremst, obwohl es dann wieder auf grün umschaltet. Jetzt bin ich gerade voll in den Eisen drin. Das ist keine gute Bremsung. Es wird immer vermutlich ankreiden, dass ich jetzt zu stark gebremst habe. So, wenn wir hier stehen, werde ich mal ein bisschen was aus der Steam-Seite vorlesen, beziehungsweise übersetzen, das ist alles in Englisch. Alle Züge, bzw. das Rollmaterial ist von den 1960ern, von den British Railways. Ziel ist es generell natürlich, sicher von A nach B zu kommen, dass man natürlich den Fahrplan einhält und entsprechend sauber fährt. Es gibt hunderte Szenarien wie Intercity, Semi-Fast, Stopping Services, Frachtservices, Rescue-Sachen, ECS-Moves. Bei den Strecken ist es so, dass meistens ein ganzer Tag abgebildet ist mit den unterschiedlichen Sachen und die Community versucht es auch authentisch zu machen mit echten Manövern teilweise. Und also Replay Value ist also, dass man hier einen höheren Highscore natürlich kriegt und dass man halt Überraschungen im Verkehr kriegen kann, die per Zufall passieren, wie Verspätungen oder du kommst doch mal auf anderes Gleis drauf, weil halt irgendwie was passiert ist. Das ist eigentlich noch ganz cool. Und der Fokus ist natürlich hier auf die Physiksimulation und die Geräusche. Und sie meint, es wäre einfach zu lernen. Ja, jein, sag ich mal. Es ist ein bisschen Trial and Error. Es gibt nicht wirklich ein Tutorial. Es gibt zwar so kleine Hints. Also gerade in der Mitte vom Bildschirm kann man sich das einblenden lassen. Da zeigt er dir an, was für Buttons man drücken soll. Aber das ist halt nicht wirklich ein geführtes Tutorial. Also man sollte schon mal mit so einem Zug fahren sein. Ansonsten kommt man da nicht so gut rein. Ist meine Meinung. Ja, von den Controls her, die kannst du wirklich auf alles einstellen. Es gibt Controller Support und kannst du die Sachen mappen, so jetzt hier mit dem Rail Driver, aber da kannst du auch anderen Controller nehmen. Das ist wirklich offen. Ah, das Drehgestell, das ist einfach sexy. Wünschte, jeder Simulator hätte das. Einfach glaubwürdig, wie sich das so bewegt. Also schreibt mir das unbedingt in die Kommentare rein, wie ihr das findet.
Und ob ihr es vielleicht auch holt. Wie gesagt, 15 Euro, das ist kein Fehlkauf, finde ich. Man muss halt einfach das englische Zeug mögen. Nach hier drin die Geräusche. Ein kleiner Frachtdepot hier. Nice. Oh, der will vermutlich irgendwo da rausfahren. Ich werde auch mal versuchen, ein eigenes Szenario zu basteln und mal schauen, wie schwierig das ist. Also wenn es dann okay ist und interessant, dann mache ich da mal ein kleines Video dazu. Und generell glaube ich, werde ich mal 1, 2, 3, 4 Fahrten mal aufnehmen. Weil das hat mich schon ein bisschen angefixt jetzt. Also wir haben es im Livestream angespielt, das war gestern. War ein bisschen ein Fail. aber war witzig. Und das ist jetzt quasi mal für YouTube das Vorstellvideo zum Diesel Rail Car Simulator. Jetzt müssen wir dann eigentlich. Also nein, wir müssen hier noch Kilometer 2 werden es vielleicht sein. Die Distanzen konnte ich da noch ein bisschen schlecht einschätzen bei der Anzeige da. Und da jetzt sind die zwei Signale auf grün. Auch wenn sie noch gar nicht in Sichtweite sind. Also ganz verstehe ich noch nicht, wie er das macht. Auch noch ein Minuspunkt sind die Assets. Anscheinend gibt es noch nicht so viele Assets zum Dekorieren. Also das merkt man, dass sich die Sachen hier wiederholen. Und es ist nicht so wirklich viel. Ja, es ist einfach nicht viel Abwechslung drin. Von den Gebäuden, von den Bildschirmen etc. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Oder vielleicht sogar die Option, dass es im Workshop neue Sachen reinkommen kannst. Weil da habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, Assets-mäßig. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu langsam. Ja, das ist nicht so geil. Das Bremsen ist echt nicht leicht. Noch ein bisschen vor. Erzählt es auch nicht als Stopp, wenn du falsch stehst. Also es müssen wirklich alle Wagen bei der Plattform sein. Da darf nichts drüber stehen. Und es wird auch angekreidet dann, dass du falsch angehalten hast. Cool. So, dann schauen wir uns mal kurz um. Kleiner Bahnhof mit 3 Bahnsteigen. Eigentlich ganz nett modelliert hier. Kann man sich nicht beschweren. Oh, ich habe neutral vergessen. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas passiert, aber ich mach's mal so. Weil die Hilfe in dem Spiel gesagt hat, man soll's tun. Jo, pünktlich. Ja, hier kann man nichts drücken. Backup-Flagge. Lichter, die nicht angehen. Und eine einzige Person da draußen. Da soll in den Zug reinkommen. Oh, da war die Pfeife. Zurückpassen und los geht's. Wird's doch heftig, dass wir jetzt hier 8 Motoren drin haben. Ich will gar nicht wissen, was das Ding an Litern sauft pro 100 Kilometer. Je mehr ich das mache mit der Gangschaltung, umso mehr gefällt es mir. Also sie haben auch andere First Generation DMUs, die eine Automatik drin haben, eine Semi-Automatik. Sprich wie im Bus 1, 2, 3 und dann die. Aber mit der Gangschaltung macht es ein bisschen mehr Spaß. Aber die Kritiken her auf Steam sind eigentlich größtenteils alle positiv. Es sind nur so kleine Sachen, die negativ kommen, wie zum Beispiel, dass manche Züge keine Lichter haben oder dass so Features wie der Scheibenwischer nicht funktioniert, bei der Class 47, dass der ABS-Schalter immer an ist, man kann den nicht betätigen, das ist nicht umgesetzt im Cab, solche Detailsachen.
Aber ich gehe mal davon aus, nach dem Entwickler, das hier realistisch haben will, dass das noch alles kommt. Der Entwickler selber ist, muss ich mal nachschauen. LapioWare heißt er. Das ist auch sein erstes und einziges Spiel, zumindest auf Steam. 209 Rezensionen, die meisten davon positiv. Schaut, dass das ein bisschen untergeht. Also, ich würde es gern weiter supporten. Und eben, wenn es euch gefällt, kauft es euch. Hilft auch dem Entwickler. Man muss ja nicht immer die ganzen Simulatoren spielen. So, Bellevue Station. Schauen, ob ich mir noch ein bisschen besser anhalten kann. Das ist echt eine Hilfe mit der Geschwindigkeit links unten, wie man bremsen soll. Ich bin noch einmal mit einer Class 47 gefahren, mit ungebremsten Wagen hinten dran, also in dem Spiel jetzt hier, und boah, ist das krass umgesetzt mit dem Bremsverhalten. Einmal AWS. Also dass hinten die Wagen so richtig drücken, wenn sie keine Bremsen haben, echt gut gemacht. Da habe ich mich gleich schon beim ersten Mal schön wieder verbremst. Ah, das sieht gut aus. Ich würde sagen, fast perfekt, oder? Nice. Cool. Fahr wieder rein. Mal umschauen. Oh, schauen Sie mal ins Stellwerk da reinschauen. Das ist ein Wireless-Stellwerk. Das funktioniert mit unsichtbaren Hebeln. Ein kleiner Bahnhof hier. Ich werde beim nächsten Abschnitt werde ich nichts sagen und lasse einfach mal die Geräusche auf euch wirken. Scam. Gibt nur die Stellungen da. Und wir werden jetzt gleich mal die Zeitantennen vorspielen lassen. Es geht mit Page Up. Je öfter das drückt, umso schneller wird's. Und mit Page Down kommt man wieder auf die normale Zeit. So, da seht ihr, wie schnell das dann vergeht. Und wieder normal. Gut, also, ich habe meine Klappe. Bis zum nächsten Halt. Tja, kein Bahnhof, aber rotes Signal. Kommt auch vor. Bisschen was Historisches zur Class 111 in Service sind es gekommen 1957 und letzter Server war 1989 und sie basieren auf der Class 101. Optisch müssen sie sich eigentlich kaum unterscheiden, bis auf die Headcodes und dass sie andere Motoren drin gehabt haben. Also hier haben wir Rolls-Royce-Motoren, 230 PS, 6-Zylinder-Maschinen.
Von den 111ern gemäß Wikipedia hat nur ein Buffetwagen überlebt und der ist momentan bei der Great Central Railway unterwegs. Und das ist so quasi der Mittelwagen zwischen zwei Class 101s. Schade, dass nur so wenig da wieder da ist. Aber ich meine, wenn es auf der Class 101 basiert, bzw. 102, ist verständlich, dass man da nicht so viel gemacht hat. Weil von der Class 101 gibt es wesentlich mehr, die überlebt haben. Das sind, wenn ich jetzt das mal gerade mal anschaue, wir haben die 30 Fahrzeuge von der Class 101. Sind ja sehr beliebt auf den historischen Eisenbahnen, also Strecken in England. Wie das Zischen ist sexy bei der Gangschaltung. Ah, die sieht gut. Habe ich wohl gerade ein ABS gekriegt. Sonst würde jetzt hier nicht bremsen. Ja, war ABS. Passiert mir einfach jedes Mal. Class 47. Einer meiner Lieblingsloks. Und diese Güterwagen, die sind von der Physik auch ziemlich geil. Die wackeln richtig schön rum, wenn die fahren. Wir haben wieder Freifahrt. Kleiner Fluss hier. Na, ich bin schon ein bisschen begeistert. Also für mich geht auf Empfehlung. Wenn man auf die alten englischen Sachen steht. Wo müsste man auch gleich mal halten? Und ich merke gerade, ich habe das Pfeifen vergessen. Man sollte nämlich bei so Bahnübergängen immer pfeifen. Ich glaube, ich bin zu schnell. Das war zu viel. Es gibt Punkteabzug. Ja, tut er nicht rechnen. Gut, er meint jetzt, wir müssen eine Wartstrecke frei ist, aber das ist egal. Wir stehen nicht richtig. Per Standard ist das Spiel auch nicht in Deutsch. Es ist eigentlich nur in Englisch. Aber im Workshop gibt es Mods zum Runterladen, dass es dann in Deutsch übersetzt ist. Also ich habe jetzt persönlich kein Problem damit, dass es in Englisch ist. Aber manche sind nicht so gut in Englisch. Daher ganz cool, dass es da einen Mod gibt. Ist noch spannend, die Class 101, die ist noch bis 2003 gefahren. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und die letzte Fahrt war die Railtour in Nordwesten Englands. Und die letzte Class 101 ist auch nach wie vor in Dienst, also operational, bei der North Yorkshire Moors Railway. In BR Green Livery. So, Abfahrt. Gang wäre noch gut. Ich werde mal noch mal eine kleine Experimentalfahrt machen und mal schauen, ob ich den Motor kaputt kriege, ob das simuliert ist, also mit falschen Gängen etc. Und den Gleisen. Das wurde nämlich im Stream auch schon gefragt, ob man hier entgleisen kann. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht probiert. Aber wenn es geht, dann sage ich es euch. Spätestens im nächsten Video oder ich tue es sogar aufzeichnen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es umgesetzt ist. Interessant, dass wir jetzt rechts fahren. Vermutlich wird es jetzt eine Branch Line hier werden. Also Nebenstrecke. Das tut mich jetzt gerade wirklich irritieren. Warum rechts?
Cine-Kamera, wo man überfahren wird. Schön. Das Coole bei der Cine-Kamera ist, die bleibt auf ihrer Position, bis man wieder quasi die Taste drückt, um eine neue Position zu suchen. Okay, wir haben freie Fahrt. Patton Works. Klingt industriell. Kommt jetzt gerade als nächstes. Und wir sind zu spät. Ja, okay, jetzt macht das Sinn. Hier mit den Industriegleisen. Ja, dann sind wir hier quasi eigentlich eingleisig unterwegs. Mich, ob es dann noch entsprechende Missionen hat zum Sachen da laden. Aber ich hätte noch nicht gespielt. Ah, das ist jetzt wieder nicht ideal. Es ist echt nicht einfach. Naja, ziehen wir ein bisschen vor. Ich denke nach ein paar Mal fahren noch, dann habe ich es drin. Müssen wir schauen, ob ich das in der Pose ist beim TS 2022 genauso nachstellen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da eine Class 100, also 111 haben, die da genauso gut simuliert ist. Oder ob ich da eher bei Trainsim World schauen müsste. Aber da glaube ich, ist es eine 101. Bin mir gerade nicht sicher. Muss ich erstmal nachschauen. Weil ich weiß, im TS 2022 hat es ähnliche Modelle zu dem und da ist auch die Gangschaltung nicht wirklich simuliert. Also richtig simuliert, sagen wir es mal so. Da kannst du einfach mit dem Gang hin und her schalten, ohne dass was passiert. Also das, was kaputt geht, das schaltet einfach hoch. Ist nicht so wie hier. Vulkan Productions tut jetzt übrigens die Class 45 überarbeiten, also die Peak-Lokomotiven. Zumindest äußerlich. Wäre noch ganz cool, wenn Alan Thompson da ein Enhancement-Pack macht. So wie sie es bei der Class 37, beim HST Class 40 gemacht haben. Ah, Armstrong Powerhouse, Entschuldigung, ja. Also die Sachen sind einfach Gold wert. Vor allem die Soundmodelle, die sie da haben. Hammer. Ich liebe auch den Tampa, den sie gemacht haben. Auch ein Debut. Gibt es hier auch als Mod, aber der ist vom Geräusch her nicht so geil gemacht. Ich glaube, das ist noch Work in Progress. Sieht auch optisch nicht so Hammer aus. Also man merkt dann schon, was da Community-Content ist und was auf Study-Level ist. Und gemäß Update-Changelog kommen auch regelmäßig jetzt hier Updates raus für das Spiel. Also beziehungsweise eigentlich schon die ganze Zeit, also es ist nicht so, dass es hier tot ist. So alle paar Wochen Bugfixes und neue Features. Und die Class 40, die kam jetzt vor 2 Monaten ungefähr raus. Also zum Thema Assets, eine Sache noch. Schaut mal rechts auf die Masten. Die haben WLAN-Kabel. Ziemlich modern für 1960. Ich bin mir gar nicht sicher, auf was für eine Engine das Ganze hier basiert. Ich glaube nicht, dass es Unreal ist. Ich würde mal auf Unity tippen. Und wir werden wieder zweigleisig. Okay, dann ist es nur das kurze Stück gewesen. Und hier bei den Weichen, man erkennt es nicht wirklich, wie sie gestellt sind.
Das war nur etwas zum Überarbeiten. Zum Stellwerk fällt mir noch ein. Ich habe ein Foto gesehen, wo die ganzen Hebel drin sind. Ich weiß nicht, ob das da reingefotoshoppt worden ist oder ob es hier Stellwerke gibt, wo die Hebel drin sind. Bis jetzt habe ich es nur ohne gesehen. Ah, das hätte ich besser machen können. Ein bisschen zu langsam. Ah, das Bremsventil. Das sind die Kleinigkeiten, was das Spiel so richtig geil macht. So. Natürlich zu spät. Aber immerhin nur eine Minute. Ist noch in der Toleranz. Bei der SBB wird das auf der Anzeige dastehen. Eine Minute, zwei Minuten zu spät. Bei der Deutschen Bahn erst so nach 10 Minuten. Hierzu kommt vielleicht an. Gut, Abfahrt. Das Hupen natürlich, damit die Leute da Bescheid wissen, dass wir drüber fahren, auch wenn es zu ist. Bodentexturen sind auch so semi. Doch wieder eingleisig. Dann haben wir eigentlich eh nur noch einhalb, das ist Relay Station. 1943, aber die Minute kriege ich jetzt nicht mehr rein. Außer overall ist die Strecke ganz gut gemacht. Das sah von der Gestaltung her. Da wird noch mehr gehen, aber ist okay so. Als nächstes Video werde ich mal so eine Rescue-Mission machen und die euch zeigen. Mal schauen, wie das ist. Ich habe es mal kurz angezockt, aber nicht fertig gespielt. Also da schauen wir mal, wie das dann wird. Hier mache ich gerade den nächsten Fehler. Ich habe wieder das Hupen vergessen. Sollte man machen. Also ja, ich tue das im Nachhinein vertonen. Ich dachte mal, ich spiele es mal so für mich und tue es dann nachher vertonen. Werde ich nicht mehr machen. Das Nachvertonen ist echt nervig. Das hatte ich schon einmal bei Rainbows Online gemacht, oder zweimal besser gesagt, und bei Transport FIFA. Ist doof. Da wollen wir mal gerade mal einen Cinematic Shot wieder machen nach der Brücke. Dann sind wir schon mal da. In Relay Station. Sieht schon schön aus. Also gerade die Beleuchtungseffekte. Es gibt auch Szenarien, wo man in der Nacht fährt. Da ist aber halt nicht wirklich dunkel, weil die Lichter da bescheiden sind. Da haben wir unser Vorsignal. Da kommt gleich was Rotes. Aber ich hatte jetzt ABS gar nicht getriggert gehabt. Wir dürfen fahren. Ich glaube, das ist auch die Stelle, wo hier die Karte endet. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, das war's. Da steht so ein bisschen Rollmaterial. Ein MK1. Zwei Bremswagen. Und da ist auch schon unser Bahnhof. Da wartet vermutlich gerade schon der Gegenzug. Ja, also wenn man die Lichter anschaut, ich glaube, der fährt hier gleich mal los. Er ist bestimmt glücklich, dass ich da mit Verspätung reinkomme.
Ja, besser angehalten als wir die letzten Male. Und dann schauen wir uns mal den Score an. Ich dachte, Button 14 ist übrigens Escape. Das ist echt nur doof gemacht. Also overall, ja, nicht ganz okay gefahren. Eben, das sind die Assistenzstrafen, von denen ich euch erzählt habe. Dass man hier automatisch einen Abzug kriegt. ABS-Sicherheitsbremsen haben wir zweimal gehabt. Dann beschleunigen und bremsen war nicht so geil. Verspätung ist natürlich auch angekreidet. Erwarteter Energieverbrauch sind wir bei 64%. Also ich hätte aggressiver fahren sollen. Man sieht auch hier die leicht graue Linie. Das wäre quasi ideal gewesen und so wie ich dann gefahren bin. Ja, das war's. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.